So, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich bin wieder ein bisschen ruhiger, weil es wieder mitten in der Nacht ist, aber ist nicht schlimm, denn ich habe die nächste Erinnerung gefunden und die war hier vorne bei dem Schrein, den wir noch nicht gemacht haben. Da hätte ich ja auch drauf kommen können. So, dann gucken wir mal. Und zwar... Hunde? Ah, da. Die Erinnerung. Immer keine Reaktion. Diese Ruinen müssen für den Helden bestimmt sein, den das Bannschwert auserwählt hat. Daran besteht kein Zweifel. Aber wie man sie aktiviert, wissen wir nicht. Was muss man tun? Wie gelangt man hinein? Habe ich dir nicht gesagt, dass du mich heute nicht zu begleiten brauchst? Was deine Majestät befiehlt, ist mir egal. Ich sage dir jedenfalls, dass ich niemanden brauche, der mich beschützt. Geh zurück ins Schloss. Mein Vater wartet auf deinen Bericht. Oh. Jetzt lass mich endlich in Ruhe! Offensichtlich hat er da das Bannschwert schon. Also es kann nicht daran liegen, dass Zelda nicht wusste, dass er schon der auserwählte Recke ist. Aber vielleicht hat sie es ihm einfach nicht gegönnt, dass er derjenige ist, der wirklich die ganze Welt rettet und sie gar nichts auf die Reihe bekommt. Das kann durchaus sein. Wir begeben uns jetzt an einen anderen Ort und zwar hier unten hin. Hier hatten wir schon mal etwas und werden zum Kenui-Schrein. Ja. Da teleportieren wir uns hin und von dort aus geht es einmal rüber zu einer Oase, die wir bereits schon einmal gesehen haben, bei der wir uns auch noch mit dem einen oder anderen unterhalten werden. Flammenborn, das Volk der Shika, soll diese Energiespeicher gebaut haben, deren Flammen, blaue Flammen, seit 10.000 Jahren nicht erloschen sind. Seit 10.000 Jahren. Das heißt, seit... Naja, gut, okay. Die Institute könnten auch später gebaut worden sein. Da bin ich mir nicht so sicher. So, dadurch, dass jetzt nämlich Nacht ist, können wir dort ganz in Ruhe rumlaufen und vielleicht noch den ein oder anderen Krog finden, um endlich mal unsere Bogen- und Schildtaschen zu vergrößern. Es fehlen ja noch unmenschlich viele Krogs. Es ist unglaublich. Pfeif, 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 pfeif. Guck mal, da haben wir sogar noch einen Schleim, den wir fotografieren können, den wir bisher noch nicht aufgenommen haben. Und ja, das Album ist endlich wieder gut ergänzt. Warte mal. Euch habe ich schon. Ihr schmeißt mit Steinen, das finde ich nicht ganz so nett. Bleibt mal schön weg. Ich brauche euch nicht. Hier würde ich noch die hier alle fotografieren wollen, insbesondere den Elektroschleim. Der gehört schon mal uns. Wunderbar. Tschüss. Auch den Elektro-Exalfos haben wir schon. Ihr bleibt mal bitte weg. Danke. Keine Doppelbumerange. Bumeränge? Bumerangs? Für mich. Die liegen auch überall Steine in der Wüste rum. Nee, das ist eine Kiste. Und hopp. Na, was haben wir da drin? Holzpfeile, 10 Stück. Nice to have. Okay, im Moment ist es relativ kalt. Und wir hören den Titan. Warmedo.
Ach Quatsch, Vana Boris. Dieser erschafft nicht nur einen unglaublich fiesen Sandsturm, sondern auch noch ein fieses Blitzgewitter. Gar nicht schön, wollen wir überhaupt nicht haben. Aber da müssen wir wohl durch. Was sich hier jedoch noch befindet, ist eine der Erinnerungen. Das heißt, wir gucken einmal ins Album rein und sehen hier, dass das direkt an der Oase ist. Wüstenbazar. Frage ist, wo genau? Hier. Ja, das kommt hin. Das Bild sieht gut aus. Prost. Zwei Erinnerungen auf einen Streich. Das ist wunderbar. Damit haben wir zumindest schon mal ein bisschen was erlebt in dieser Folge und gesehen. Bin ich sehr stolz drauf. Kann ich eigentlich auch Goronen fotografieren? Nö. Hi. Was machst du denn hier in der Wüste? Was ist das? Kälte kann ich ganz und gar nicht ausstehen. Die Nächte in der Wüste sind nichts für mich. Ja, dann schlaf mal weiter. Och, guck mal, Orni ist auch hier. Was soll ich nur tun? Ja. Guten Abend oder Saf Sabah, wie die Gerudo sagen. Kennen wir uns nicht? Oder doch nicht? Ich bin aus dem Dorf der Orni hierher gekommen. Dorf der Orni? Ah. Ja, aus dem Dorf der Orni. Von hier aus liegt es ganz weit im Norden, ein kleines Dorf im Tabanter Grenzland. Einerseits bin ich froh, dass ich aus dem Dorf der Orni zum Geldverdienen hierher gekommen bin. Aber um den Mittag rum ist die Hitze hier echt unerträglich. Ich kann keinen Schritt weitergehen. Auch wenn sie mich nicht reinlassen. Von außen würde ich mir die Stadt schon mal gerne ansehen. Ich habe gehört, aus Insekten mit Kühlungseffekt und Monstermaterialien kann man ein Mittel gegen die Hitze machen. Jetzt muss ich nur noch jemanden finden, der sowas verkauft. Insekten mit Kühlungseffekt scheint es nur an kalten Orten der Gerudo-Hochebene zu geben. Aber ich habe Angst vor den Monstern dort. Deshalb habe ich aufgegeben, das Mittel selbst herzustellen und sitze jetzt erstmal hier fest. Ja. Ein Mittel gegen die Hitze. Nebenaufgabe. Okay. Die steht nicht auf. Ist in Ordnung. Gerudo Messer. Ich glaube, das haben wir schon. Jo. Oh, hier Besuch, Erd. Oh, ich sehe, Sie haben einen Schwertkäfer. Ich liebe Schwertkäfer. Wären Sie gewillt, sich von ihm zu trennen? Natürlich gebe ich Ihnen auch etwas. Wie wäre es mit Kraftwildreis? Gut, wir tauschen. Dankeschön. Juhu, ich freue mich so. Ich habe ein gutes Herz. Ich werde diesen Käfer wie meinen größten Schatz hüten und ihm ein guter Freund sein. Also, was hätten Sie denn gern oder möchten Sie was verkaufen? Verkaufen. Was möchten Sie denn?
Ja, gucken wir erstmal. Wir haben ja gesagt, wir brauchen gewisse Materialien noch, und zwar 60 Zahnräder, 9 Reaktorkerne, 5 Federn, 5 Achsen, 5 Schrauben. Das heißt, die Riesenkerne, die kann ich auf jeden Fall verkaufen. Aber ich traue mich nicht. Ich meine, wir haben so viele Schrauben. Da verkaufe ich jetzt... Ich brauche aber auch die Pfeile. Die würde ich schon gerne haben, damit wir einfach richtig mächtig durch die Gegend gehen. Irgendwie traue ich mich gar nicht zu verkaufen. Ich glaube, ich will erstmal die Rüstung haben. Aber ohne dass wir es verkaufen, werden wir auch nicht so viel Geld machen. Oh, und wir sammeln so wenig Materialien. Ach, verdammt. Komm, ein paar Leuchtsteine, ja. Kriegst du einfach mal 30 nicht. Machen wir mal 15 draus. Für 1050 Rubine. Nehmen wir. Dankeschön. Gut, damit bin ich erst einmal zufrieden. Dann können wir wenigstens das ein oder andere noch mehr sammeln. Und vor allem können wir jetzt noch mehr Leuchtsteine dann auch bei uns tragen. Hallo. Hm? Oh, tut mir leid. Was sag? Ich will eigentlich nichts. Ich bin beschäftigt. Sprich bitte nur mich nur an, wenn du etwas wirklich brauchst. Okay. Ja, aber wenigstens kann ich Fotos machen. Elektropfeil haben wir. Bombenpfeil haben wir. Eispfeil haben wir. Feuerpfeil. Speichern. Normaler Pfeil. Okay. Surf Sabah. Der Titan scheint jeden Tag näher zu kommen. Wann werde ich endlich wieder nach Gerudo-Stadt zurück können? Ich will nicht als Aschehäufchen enden, aber ich will auch nicht noch ewig hier bleiben. Wenn ich sich nur jemand fände, der es mit dem Titan aufnimmt. So ein Ärger. Seit dieser Titan aufgetaucht ist, kommen hier kaum noch Kunden vorbei. Das Stampfen mag etwas stören, aber willst du nicht vielleicht trotzdem hier übernachten? Das normale Bett kostet und so weiter und so fort. Nein, übernachten will ich nicht. Dankeschön. Es wäre jetzt 23.40 Uhr. Ich bin so froh, dass die Mittagssonne noch nicht so brennt. So ist schön. Jetzt sind wir schon mal oben. Dort wird man uns loben. Dann gucken wir uns hier nämlich auch nochmal um. Vielleicht finden wir noch was Schönes. Oder auch nicht. Gut, dann gehen wir nach Gerudo-Stadt. Denn hier scheinen wir soweit alles gesehen zu haben. Es gibt aber auch keinen Teleporter hier bei der Wüstenoase, ne? Das ist natürlich doof. Zitterfrucht nehme ich mit. Dankeschön, die zittert immer glücklich vor sich hin. Und wisst ihr was, wir können es sogar noch einfacher machen. Wir porten uns einfach mal hin. Auf uns. Warum nicht? Wenn wir die Möglichkeiten schon haben, brauchen wir nicht ewig laufen. Und es gibt nicht so viel, was wir zwischendurch entdecken können. Wir sind bei 1453 Rubinen. Sollten wir also die letzte Feenquelle finden, wird es nicht mehr lange dauern, dass wir auch diese dann befreien können. Ich hoffe, sie will keine 2000 Rubine. Kuckuck-Schieße schreien. Auch den haben wir schon durch. Kuckuck. Was ist los? Oh, jemand Neues. Kann ich etwas für dich tun? Bist du am Glotzen? Was? Niemals. Ich bin Kaufmann. Ich bin sogar ihr Anführer. Wir sind so weit gereist, aber Männer dürfen die Stadt nicht betreten. Und deswegen bist du am Glotzen. Ich stelle nun Nachforschungen an. Nachforschungen. Ach, es ist mir egal, was du denkst. Ich weiß endlich, wie man nach Gerudo-Stadt hineinkommt. Das ist die Hauptsache. Und zwar... Ha, dann lass mich dir meine heldenhafte Geschichte erzählen. Ich bin jetzt schon fast eine Woche hier. Ich kann gar nicht zählen, wie oft mich die Wachen schon rausgeworfen haben. Ich wollte schon aufgeben, aber dann habe ich von einem Mann gehört, der sich in die Stadt geschlichen hat. Dieser Mann soll zwischen dem Wüstenbasar und Gerudo-Stadt hin und her reisen. Auf den warte ich hier. Männer verboten. Könnte er das sein? Ich glaube nicht. Hierher, hierher. Oh, nur ein Mann. Ich habe gehört, Gerudo-Damen mögen Männer mit Sandstiefeln. Deswegen renne ich hier rum. Achso, du bist ein Mann. Aber nix, niemand spricht mich an. Vielleicht stimmt das mit den Stiefeln gar nicht und jemand hat sich einen Scherz mit mir erlaubt. Sandstiefel? Mit Sandstiefeln kannst du auf Sand ganz normal laufen. Jeder Wüstenbewohner braucht sowas. Aber ihr Erfinder hat sein Geheimnis mit ins Grab genommen. Also sind solche Stiefel sehr schwer zu finden. Da bist du neidisch, was? Ich will Sandstiefel. Du willst meine Sandstiefel? Hast du mir denn nicht zugehört? Die sind unglaublich selten. Ich müsste schon bei einer Frau schwer überlegen, aber einem Mann gebe ich sie ganz bestimmt nicht. Ich habe zu tun, verschwinde. Du wieder. Tut mir leid, aber ich bin auf der Suche nach Frauen. Deshalb laufe ich hier ja wie ein Irrer herum und stelle meine Sandstiefel zur Schau. Wenn du was willst, sag's besser schnell.
Okay. Heißt, er gibt seine Sandstiefel nur einer Frau. Wir werden also versuchen, eine Frau zu sein. Und ja, auch das kann man hier in Zelda Breath of the Wild. Überraschung. Nein, viele werden es ja wissen. Und von daher ist das ja nicht so großartig gespoilert, aber müssen wir uns halt anziehen wie eine Frau, ne? Und ich finde, Link hat eigentlich eine perfekte Figur, der ist so androgyn, der kann alles tragen. Dem kauft man alles ab. So, von hier aus schweben wir wieder rüber zum Wüstenmazar. Diesmal sind wir nicht ganz so tief und können noch relativ weit segeln, das ist okay. Und von hier aus kann ich auch das nächste Mal so ein bisschen nach Koks suchen. Und da vorne sind noch Statuen, die will ich auf jeden Fall auch noch in dieser oder in der nächsten Folge holen. Die sind mir ebenfalls noch wichtig. So wie natürlich die ganzen Wege, wo gegebenenfalls noch weitere Koks sind. Zumindest haben wir noch weitere Leuchtsteine, die wir auch noch schnabulieren werden. Und ich werde mich wahrscheinlich in den ganzen Gebirgen auch nochmal nach Leuchtsteinen umsehen. Da ist Varna Boris. Der nächste Titan, an den wir so schnell nicht rankommen. Ihr seht schon, der Sandsturm ist relativ hart. Und dadurch, dass er seine Blitze so durch die Gegend schießt, schwierig an ihn heranzukommen. Sehr schwierig. Da hinten waren wir schon mal, da war ein Schrein. Den haben wir sogar schon aktiviert. Und es gibt noch weitere Schreine, es gibt noch weitere Orte. Man sieht ja sehr viele Sandwolken. Und gerade bei diesen Sandwolken ist immer irgendwas Besonderes. Whee! Ich will am besten direkt so auf diesem Felsen landen. Hat schon seinen Grund. Hallöchen. Hihihihihi. Oh, du bist ja ein stattlicher Bursche. Kann ich etwas für dich tun? Wie? Ein Kaufmann, der in Gerudo-Stadt ein- und ausgeht? Davon weiß ich nichts. Tut mir leid, aber ich kann dir da nicht helfen. Ins Gesicht blicken. Schau mich nicht so an, das ist unverschämt. Du bist schön. Oh, das ist aber nett. Gefällt dir, was ich anhabe? Ich wette, das würde dir auch gut stehen. Kostet zwar eine Kleinigkeit, aber es würde völlig auf den Kopf stellen, wie dich andere sehen. Na, willst du auch solche eine Kleidung für 600 Rubine? Oh ja. Abgemacht. Dann lass mal die Kohle rüberwachsen. Hihihihi. Ich habe dir ein Ensemble zusammengestellt, das dir quasi auf den Leib geschneidert ist. Probier's mal an. Ja, sowas habe ich natürlich nicht als Kostüm. Du siehst so süß aus. Wenn du das trägst, wird dich jeder für eine nette junge Dame halten. In diesem traditionellen Gewand der Gerudo wird niemand auf die Idee kommen, dass du ein Mann bist. Außerdem sieht es gut aus und hält dich angenehm kühl. Sogar die Wüste wird damit einigermaßen erträglich. Das hat Spaß gemacht. Ich danke dir. Schau mal wieder vorbei. Wenn du mal ausgehen willst, würde ich dich sogar in Betracht ziehen. Und pass auf mit dem Wind. Wenn du wieder Hilfe bei Damenkleidung brauchst, komm zu mir. Ja, Männer verboten. Wir haben jetzt tatsächlich ein Outfit, das aussieht wie eine Dame. Das heißt, wir teleportieren uns jetzt wieder zu Gerudo-Stadt oder in die Gerudo-Stadt. Zur Gerudo-Stadt reicht eigentlich. Und werden uns dort noch einmal umgucken, denn da ist ja ein junger Mann, der möchte unbedingt mal eine Dame sehen, um ihr die Sandstiefel zu überreichen. Ich bin gespannt, ob der auch noch Geld haben möchte. Wir haben jetzt so viele Rubine ausgegeben, gerade 1000 bekommen, 600 wieder ausgegeben. Sind wieder da. Ja, Benjamin, der wird jetzt hier draußen stehen bleiben. Da muss er durch. Hallo, Süßer. Wie wär's mit uns? Tuskart, 35, alleinstehend und ich laufe gern. Alle sagen, dass ich einfach nie aufgebe. Manche meinen das sogar nett. Bist du allein hier? Wenn du magst, lass uns doch mal zusammen... Du läufst auf Sand?
Oh, dir sind also meine Sandstiefel aufgefallen. Mit denen kann ich über Sand laufen, ohne gebremst zu werden. Sehr praktisch beim Laufen in der Wüste. Wenn du willst, könnten wir... Ich will Sandstiefel. Hä? Oh, diese Sandstiefel sind sehr selten. Ich würde sie dir ja geben, aber... Vielleicht ist das jetzt eine gute Gelegenheit. Ich meine, ich gebe sie dir, wenn du mir auch einen Gefallen tust. Hast du von der achten Kriegerin gehört? Achte Kriegerin? Es gibt bei den Gerudo eine Geschichte von 7 Kriegerinnen, aber es soll noch eine 8. Kriegerin geben. Niemand weiß, warum ihre Existenz in der Geschichte verschwiegen wird. Schon als Kind hat mich die Geschichte der geheimnisvollen 8. Kriegerin gefesselt. Wenn du also die 8. Kriegerin findest, kannst du meine Sandstiefel haben. Ich schau mal. Toll. Angeblich wird die 8. Kriegerin von den Bewohnern der Gerudo-Hochebene verehrt. Dort nennt man sie die rotbraune Riesin. Das ist alles, was ich weiß. In Gerudo-Stadt sollte sich jemand finden lassen, der sich mit der Legende um die 7 Kriegerinnen auskennt. Also, wenn du mir ein Bild oder so zeigen könntest, auf dem Bild sollte der gesamte Oberkörper sichtbar sein, wenn das geht. Hier, du kannst dir gern diese Stiefel ausleihen. Ich bin sicher, sie werden dir hilfreich sein. Schneestiefel. Mhm. Okay. Die Gerudo-Hochebene ist von tiefem Schnee bedeckt. An solchen Orten kommt man zu Fuß schlecht voran. Wenn man allerdings schneetiefe Stiefel trägt, kann man auch im tiefsten Schnee herumlaufen, wie auf festem Grund. Ach was, schneller noch. Es gibt niemanden mehr, der sie herstellen kann, deswegen hätte ich sie gerne irgendwann zurück. Die 8. Kriegerin. Ich denke mal, wenn wir die Quest erfüllt haben, will er sie auch nicht mehr. Die 8. Kriegerin ist nur eine Legende. Viele haben nach ihr gesucht, aber niemand hat etwas gefunden. Aber während wir der Legende nachgehen, freunden wir uns langsam an und dann... ja, nee. Danke. So, guten Morgen. Ich möchte gern rein. Danke. Wir werden auch nicht aufgehalten. Männer verboten, geschafft. Wir sind in der Stadt, ohne großartig aufgehalten zu werden. Und wir könnten uns sogar noch weitere Gerudo-Kleidung dazu holen, die allerdings auch nicht wesentlich stärker ist. Deswegen lassen wir die jetzt einfach da stehen. Die wird einfach nur teuer. Vielleicht können wir noch ein Foto machen. Nö, 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 nö. Gut. Oh, hier sind auch noch Sachen. Ganz normaler Reis und Weizen und Salz. Das ist ein großer Bazar. Also bei den Gerudo wird wirklich sehr viel gehandelt, so wie es aussieht. Hier sind auch nochmal alle Pfeile vertreten. Okay. Fleischbrocken gibt es. Da waren nochmal verschiedene Früchte, die wir aber auch schon alle fotografiert haben. Was soll ich nur tun? Obwohl ich eigentlich keine Zeit habe, Leute zu begrüßen. Was ist denn? Wir stellen Schmuck her, handgemacht. Ich bin die Eigentümerin des Ladens. Wir haben... leider haben wir keine Feuersteine mehr, die wir für die Verarbeitung brauchen. 10 Stück nur. Das würde schon reichen, um die Arbeit wieder aufzunehmen. Wenn nur irgendeine nette Weih vorbeikäme und 10 Feuersteine für uns hätte. Wir würden uns auch dafür erkenntlich zeigen. Aber diese Mühe will sich sicher niemand machen. Schmuck? Wir verwenden Rhodonit, Saphir und ähnliche Edelsteine und stellen daraus Schmuck her. Jedem Edelstein wohnen besondere Kräfte inne, die sich zeigen, wenn man sie trägt. Aber ohne Feuersteine kann ich gar nichts tun. Edle Steine. Nebenaufgabe erhalten. Tut mir wirklich leid, dass wir nichts für dich im Angebot haben. Haben wir nicht 10? Erstmal wieder sortieren hier. 10 Feuersteine. Feuersteine. Feuersteine sind... Da. Doch, ich habe nur 15. Tut mir leid, aber wir haben keine Feuersteine. Ach, wenn nur bla bla bla. Hier, Feuersteine. Oh. Was? Die willst du uns schenken? Sag, sag. Aber das ist mir ganz unangenehm. Du bist so nett zu mir und dabei kennen wir uns gar nicht. Ich würde dir eine Belohnung geben, aber der Laden war die ganze Zeit geschlossen. Ich habe keine Ware da. Ich hab's. Können wir dir als Dank für die Feuersteine vielleicht irgendeinen Schmuck machen? Rhodonit, Stirnband, Saphir, Stirnband oder Topaz-Ohrringe. Ich glaube, wenn wir raufklicken, erfahren wir nochmal, was die können. Rhodonit hat die Eigenschaft, weniger empfindlich gegen Kälte zu machen. Möchtest du ein Rhodonit-Stirnband haben? Nein. Tut mir leid. Saphir hat die Eigenschaft, weniger anfällig gegen Hitze zu machen. Nö. Obwohl, doch, eigentlich wäre es nicht schlecht, ne? Topaz hat die Eigenschaft, weniger empfindlich gegen Elektrizität zu machen. Ja, dann nehmen wir erstmal das gegen Hitze. Ich meine, wir haben ja ein Stirnband. Ich weiß gar nicht, welches wir haben. Haben wir nicht sogar das Saphir-Stirnband? Würdest du dann bitte kurz warten? Mhm.
Das ist ganz neu, nur für dich gefertigt. Ist mir gut gelungen, oder nicht? Saphir-Stirnband mit Hitzeschutz. Na? Du bist hier jederzeit willkommen. Immerhin habe ich dir zu verdanken, dass ich wieder aufmachen konnte. Du bekommst Sonderpreise bei mir, aber sag das nicht den anderen Kunden, ja? Mhm. Edelsteine. Schlafen die Leute? Da oben schlafen sie auch. Ist auch am Schlafen. Aufstehen. Guten Morgen, was verkaufst du denn? Savota. Was gibt's denn? Ich unterhalte mich ja gern mit dir, aber ich erinnere mich nicht daran, Bekannte unter den Hylianern zu haben. Da ich mein Leben lang im Palast gedient habe, habe ich die Stadt nie verlassen, weißt du? Und jetzt, da Billa erwachsen ist und ich dachte, ich kann mich etwas zurücklehnen. Ja, gerade jetzt muss natürlich sowas passieren. Wie dem auch sei, ich befinde mich im Ruhestand, also gibt es nicht viel, das ich tun kann. Was ist geschehen? Vor kurzem sind Banditen in den Palast eingedrungen und haben den Schatz der Gerudo, den Donnerhelm, entwendet. Schlimm genug, dass es Banditen einfach so gelingt, in den Palast einzubrechen, aber dann stehlen sie noch den Schatz. Wenn ich noch im Dienst wäre, würden die Wachen die 100 Strafen der Gerudo-Wüste erleiden. Und dann müssten sie nochmal ganz unten anfangen, mit der Grundausbildung, wie neue Rekrutinnen. Dank dieser Kleidung haben wir wenigstens einen gewissen Hitzeschutz, das ist ganz praktisch, falls es doch ein bisschen wärmer wird. Ist doch ein Problem, nö. Also jeder mit Problemen zu mir. Ich nehme erstmal alle Quests an. Ich werde sie irgendwann erfüllen, wenn ich Zeit und Lust habe. Da oben. Ah, okay. Das ist hier sozusagen eine Kiste. Ein silberner Rubin. Ja, haben oder nicht haben. Das ist sozusagen das Trainingscamp für Sandrobben. Eine Fahrt, nur 20 Rubine. Nee, danke. Oh, guck mal. Eine Statue der Göttin. Aber was macht denn ein Voi hier? Voi ist übrigens die Bezeichnung für Männer bei den Gerudo und Wei sind die Frauen. Die anderen magst du vielleicht zum Narren halten, doch nicht mich. Nun, wie dem auch sei, es kümmert mich nicht, was du tust. Viel wichtiger, da du den ganzen Weg hierher gekommen bist, würdest du ein Weilchen bleiben und mit mir plaudern? Ja, die Statue der Göttin. Die Statue der Göttin stand hier schon lange, bevor ich geboren wurde. Doch niemand hier glaubt mehr an sie, also kommt auch kaum noch jemand hierher. Genau wie auch zu mir niemand mehr kommt. Und daher muss zumindest ich an der Seite der Göttin bleiben. Ich hätte niemals gedacht, dass ich noch einmal so mit einem Boy plaudere. Bleibst du noch ein Weilchen länger? Klar, die gute alte Zeit. Jetzt bin ich zwar eine alte Frau, aber in meiner Jugend war ich eine Schönheit ohne Gleichen. Alle Boy lagen mir zu Füßen, weißt du? Doch ich hingegen einem jugendlichen Hirngespinst nach. Ich suchte nach dem Liebesteich, an dem man seine einzig wahre Liebe treffen soll. Ich reiste durch ganz Hyrule und denk nur, bevor ich wusste, wie mir geschah, war ich um einiges älter. Den Liebesteich fand ich nie, auch einen Ehemann nicht. Was denn? Woher das lange Gesicht? Das ist eine lustige Geschichte, also lach schon. Ich hätte niemals gedacht, dass ich bla bla bla. Nö, jetzt muss ich weiter. Damit dir nicht das gleiche Schicksal widerfährt wie mir, solltest du jeden Tag deines Lebens genießen. Ich kann ja nicht immer wieder dieselben Geschichten hören. Ist ja auch Blödsinn. Vielleicht werde ich irgendwann mal jemanden finden für sie. Oh, am Liebesteich. Wir kennen ja jetzt jemanden. Wir waren auch schon mal am Liebesteich, ne? Mit dem gebrochenen Herzen. Hast du ein Problem? Nö. Also, ja. Bin schon wieder weg. Okay, wir wurden durchschaut. Wir haben zwei Erinnerungen gefunden. Wir haben die Stadt der Gerudo betreten und sind jetzt im Prinzip kurz davor, den nächsten Titan zu machen. Wir sind sehr gut dabei, will ich mal so sagen. Auch wenn das, was wir als nächstes machen müssen, nicht unbedingt schön ist und ich weiß nicht, ob ich das als nächstes machen will. Aber wir werden in den Palast spazieren und dort unser Bestes geben. Was gibt es denn, Kleine? Ich bin doch zur Recherche hier, das sieht man doch. Recherche? Jetzt aber wirklich, Kleine, sag nicht, dass du nicht weißt, wen du vor dir hast. Das gibt's doch nicht. Und Kletis Gerüchteküche kennst du dann wohl auch nicht, oder? Doch, natürlich. Sehr schön. Wenn du jetzt behauptet hättest, du kennst Kletis Gerüchteküche nicht, ich weiß nicht, was ich getan hätte. Übrigens steht vor dir niemand anderes als Kletis persönlich. Was ist das denn für eine gleichgültige Reaktion? Du kannst ruhig zeigen, wie beeindruckt du bist. Ich bin's persönlich. Kletis von Kletis Gerüchteküche. So. Ich wünsche dir jedenfalls weiterhin viel Vergnügen beim Schmökern in Kletis Gerüchteküche. Ja, die positioniert meistens an irgendwelchen Stellen dann immer irgendwelche Gerüchte. Sehr interessant. Und die haben wir jetzt mal live getroffen. Ich weiß nicht, worüber die sich hier unterhalten. Und warum kommen heute so viele Hylianer?
Hier residiert unsere Königin. Ich halte hier Wache, damit sich niemand Verdächtiges hineinschleicht. Ich habe also nicht viel Zeit zum Quatschen. Ich bin eine Gerudo. Du bist viel zu klein. Du bist blond. Und ohne Waschbrettbauch. Und du und eine Gerudo. Lächerlich. Erst diese Wein namens Kletis, jetzt du. Warum kommen heute so viele Ilianer? Kann ich rein? Wir sind beschäftigt. Absoluter Notfall. Zutritt verboten. Das würde ich sagen, wenn es nach mir ginge. Aber unsere Königin ist eben sehr freundlich. Sie hat gesagt, dass ich Besucher nicht aufhalten soll. Wenn du also hereinkommen möchtest, nur zu. Aber wenn du es wagen solltest, unhöflich zu unserer Königin zu sein, dann haben diese Lanzen und ich ein ernstes Wörtchen mit dir zu reden. Die kann ich sogar noch fotografieren. Sehr schön. Meine Lieben, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Dann gehen wir mal rein und sagen der Königin Hallo. Bis gleich. Ich sehe, dass ihr ein Abo dalasst und ein Like und ihr schaut das nächste Video.